Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier zu einer weiteren Folge Transport Viva 2 auf meinem Kanal. Ja, hier ist ein Bahnhof, ein kleiner Personenbahnhof. Ja, klein, auch nicht gerade unbedingt, aber naja, er wird sich nicht erinnern. Er ist aber noch nicht angeschlossen. Wir sind hier bei Lützerath, bei dem schönen Örtchen Lützerath, bei dem kleinen, wo aktuell auch schon ein Bus rumfährt. Wir machen mal die Linienfarbe für den Stadtbus in Gelb. Das habe ich immer eigentlich relativ gerne. Und ansonsten ist hier noch nicht allzu viel los. Ja, gab auf jeden Fall ein paar Kommentare wieder. Dementsprechend, da werden wir uns jetzt mal so ranwagen, so langsam. Wir werden hier schon mal das Passagiergebäude wesentlich größer bauen. Das hier kommt auch weg, dann machen wir das noch daneben. Da haben wir ein relativ großes Passagiergebäude hier bei Lützerath. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir also die Stadtstraße auswählen und hier eine Stadtstraße bauen. Sieht das gut aus? Das sieht doch gut aus, oder? Ja, das sieht gut aus. So, jetzt werden wir hier die Stadtstraße hier hochführen. Passt das? Das passt, ne? Ja, das passt. Sehr gut. Finde ich obzellent. Ich wollte gerade obzellent sagen. Exzellent. Was ist denn obzellent? Keine Ahnung. Neues Begriff. Neues Begriff. Alter, was ist los? Hallo? Danke. Neues Begriff. Ich habe heute irgendwie keine Ahnung. Naja, egal. So, Püttlingen. Ja, wurde jetzt auch zum Beispiel gesagt. Ich glaube, Steffen hat das geschrieben. Du hast einen relativ kleinen Personenbahnhof. Also noch nicht das große. Und dementsprechend wäre es vielleicht besser. Hatte ich auch sowieso vorgehabt, oder hatten wir sowieso vorgehabt, hier den Bahnhof nochmal neu zu bauen. Und zwar habe ich jetzt den Plan. Also die Idee war, den weiter rauszuziehen. Hier fährt wahrscheinlich irgendwie ein Traktor vorbei oder LKW wieder, meine Güte. Egal. Wir ziehen den weiter raus. Wir ziehen hier weiter raus, nach hier. Ne? Nach hier ziehen wir den raus. Oder vielleicht sogar nach hier. Ich weiß nicht, wenn wir den so nach hier ziehen. Müssen wir mal gucken. Also ich würde den definitiv weiter rausziehen. Auf jeden Fall. Das war sowieso der Plan gewesen. 320 Meter. Direkt zweigleisig auch. Und wir gucken, dass wir das eventuell hier mit verbunden kriegen irgendwie. Kann ich das damit absenken? Damit kann ich so absenken. Okay. Ah, ich würde es so machen. Ich würde den sogar so weit raussetzen. Glaube ich. Oder ist das zu weit? Ja, ist mir zu weit, ne? Glaube ich. Obwohl, ich finde es eigentlich so gar nicht mal so schlecht. Ich meine, die Stadt wird sowieso noch größer werden. Ja, gut, etwas näher ran können wir von mir aus. Machen wir so. Aber viel, viel näher wird dran, würde ich gar nicht. Machen wir so. Dann machen wir das große Gebüte. Ich hab's heute, ne? Am besten nicht hör auf zu sprechen, ne? Am besten nicht hör auf zu sprechen. Wie findet ihr das? Sagt jetzt bloß nicht ja.
Sag jetzt bloß nicht ja. So, dann haben wir das. Dann werden noch mal schmusen. Und dann haben wir hier zumindest die Möglichkeit, ne? Wir haben hier die Möglichkeit, einen großen Personen. Busplatz, Bahnhof, Dingens zu machen. 30 Meter, da haben wir nämlich richtig viel Potenzial hier dadurch, ne? Da haben wir richtig, richtig viel Potenzial hier, was ich sehr, sehr gut finde. Und was wir auf jeden Fall auch nutzen wollen und werden. So, jetzt brauchen wir aber Folgendes. Jetzt brauchen wir, Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Wir haben hier drei Linien, ne? Die 11, die ist im Gewerbegebiet, genau. Die verlängern wir jetzt am besten mal nach der Beethovenstraße, kommt der Spot zu und dann fährt er da rüber, genau. Genau, okay, das passt. Dann können wir jetzt hier wohl die Zuglinie ein bisschen abändern. Und zwar habe ich vorhin da nicht wirklich viel über Dings zu gehen, sondern über Tunnel, sondern ich will mehr über oben gehen, ne? Viel mehr über oben. Das bedeutet, ich würde gerne hier entlang. Hier entlang, also vielleicht erstmal hier hoch oder so, oder hier hoch, genau hier hoch, und dann hier über eine Kurve, dann machen wir hier dran vorbei, dann hier rüber und dann hier runter so langsam, hier im Gebirge so rum. Das wäre vielleicht eine nice Sache, ne? Die Strecke wird zwar wesentlich länger werden, das ist mir klar, aber ich fände es schöner. Ich fände es wesentlich schöner, ne? Das heißt, wir müssen definitiv hier erstmal rüber. Wir müssen definitiv hier erstmal rüber. Brückenpfeilerkollision. Ja, das ist jetzt nicht so das Wahre, ne? Die Straße stört da, das heißt, die müssten wir ändern. Das heißt, wir werden hier die Straße umswitchen auf eventuell hier. Und haben hier raus.
Nee, das sieht gar nicht aus. Kriegen wir es hin? Nee, sieht nicht danach aus. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Und warum müssen wir sowieso immer wieder? Ne? Das dürfte klar sein. Da kommen wir nicht drum rum. So, das zweite Gleis ziehen wir direkt hinterher. Perfekt. Ich glaube, da gehen wir schon höher. Da sind wir im Tunnel. Nee, das will ich nämlich nicht. Ich meine, so einen kleinen Tunnel. Wo ist der Personenbahnhof hier bei Völklingen? Der ist hier hinten, ne? Dann müssten wir schon da runter. Da das hier machen wir eine Brücke hin. Ich will nicht noch weiter höher. Ich würde gerne so langsam hier runterkommen. Naja, das gefällt mir auch noch nicht. Das ist zu weit.
Wo ist der Tunnel zu Ende? Ja, da ist kurzer Tunnel. Das sieht, glaube ich, schon besser aus, ne? Na, mehr oder weniger, ne? Machen wir hier erstmal weiter. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wenn wir das hier irgendwie anders machen können, das wäre noch mal besser. Fände ich. Und das hier lang führen können. 86, 93, das geht eigentlich. In der Tat. Reicht mir. Ja, der wird da etwas langsamer vielleicht, aber finde ich in erster Linie mal nicht verkehrt. Brückenpfeilerkollision. Wir müssen jetzt da drauf. Da müssen wir jetzt drauf. Ist jetzt nicht so das Pralle, das werden wir noch mal ändern, mit Sicherheit. Also kann das definitiv nicht bleiben. Aber ich werde jetzt erstmal das zweite Gleis legen. Wo sind wir da? Da sind wir, ne? Ja. Dass das erstmal passt. Diese kurze Stücke über Tunnel finde ich gar nicht mal so schlimm. Da bin ich voll dafür. Aber, nicht so heftig lange Stücke über Tunnel, ne? Das geht nämlich gar nicht, finde ich. So, jetzt müssen wir das Stück hier nochmal abreißen eben. Das nehme ich hier mit. Brücke nochmal machen. Ja. Was ist, wenn wir das schon mal etwas tiefer machen hier? Geht das?
Das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Das gefällt mir schon mal wesentlich besser. Brückenpfeiler-Kollision? Hallo? Ja, geht doch. Also dann haben wir das nämlich auch schon mal. Haben wir das nämlich schon mal verbunden? Das sieht die wesentlich besser aus. Das sieht wesentlich besser aus, ne? So, dann müssen wir hier eine Weiche machen, die auf das andere Gleis wieder führt. Und hier müssen wir auch ein bisschen umändern. Und wir müssen jetzt Folgendes machen. Von dem Bahnhof müssen wir den RE10 jetzt umlegen. Von Püttlingen Hauptbahnhof stattdessen nach da. Korrekt. Stattdessen nach da. Das wird dann der Hauptbahnhof werden. HBF. HBF. Korrekt. Dann haben wir das nämlich wesentlich größer, wesentlich besser. Jetzt haben wir dann natürlich relativ viel an Personen, die mit dem Elfer fahren müssen oder wollen auch dementsprechend. Na gut, kriegen wir hin. Jetzt ist die Frage, ob schon ein Zug hier auf der Strecke fährt. Es fährt sogar schon ein Zug auf der Strecke. Fahren wir mal mit. Wir müssen noch Zwischensignale setzen, sowieso. Das machen wir gleich aber nach der Mitfahrt. Ich möchte doch schon sehen, wie die Strecke aussieht. Geht er ziemlich bergauf und das ist richtig klar, aber ich finde es wesentlich schöner, wenn man die Strecke auch wirklich so sieht, als dass die eben nur in dem Tunnel lang führt. Wie gesagt, fertig mit der Strecke sind wir noch lange nicht, mit Sicherheit nicht. Da haben wir noch viel, viel vor. Viel, viel Schmusen noch. Obwohl das meiste sieht eigentlich relativ gut aus, was ich bis jetzt gesehen habe, ne? Das meiste sieht wirklich relativ gut aus, was ich bis jetzt gesehen habe.
Das hier sieht richtig schön aus, finde ich. Ja, gut, die Straße sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Aber auch das werden wir nochmal ändern. Auch hier die Straße müssen wir nochmal ändern. Da werden wir wahrscheinlich einen Tunnel führen. Ja, wie gesagt, wir haben noch gut was zu tun auf den, in jeden Fall auf der Strecke hier, ne? Gut, sind jetzt wahrscheinlich noch nicht viele Leute da, die dementsprechend mitfahren. Das heißt, der Zug, die Linie wird erstmal wahrscheinlich mehr Minus machen als Plus. Aber so sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. So sieht das da gar nicht mal so schlecht aus eigentlich. Krefeld benötigt jetzt Maschinen. Na super. Und Waren auch noch, okay. Also wir bauen Signale, Zwischensignale auf jeden Fall. Das sieht doch gut aus. Ja, gefällt mir. Was mit dem Zug? Der ist da gerade Zug gefahren, ne? Da. Hat der Person mit? 32. Immerhin, ne? Immerhin. Wie gesagt, die Buslinie hat jetzt erstmal viel zu tun. Wir gucken jetzt mal, ob wir da vielleicht nochmal von der 10 eine runternehmen können, den wir gerade nicht brauchen. Zumindest nicht so heftig brauchen. Den hier. Den hier switchen wir auf die Püttling 11. Und wir werden das Fahrzeug auch noch dementsprechend austauschen gegen ein neueres von denen hier. Genau. Das ist der, ne? Ja. Sieht anders aus. Egal. Kriegen wir hin. So, dann haben wir das nämlich parat. Dann haben wir hier auch einen dritten Bus noch auf der Linie, damit die Personen auch relativ schnell nach hier kommen. Und dann müssen wir gucken, dass wir natürlich die anderen Linien auch ein bisschen umarbeiten. Und umswitchen, ne? Und ein bisschen umswitchen. Das sieht aber soweit echt gut aus, die Linie, finde ich. Jetzt viel Turm brauchen wir, glaube ich, gar nicht mal. Vielleicht mal kurz drüber, aber ansonsten passt das, ne? Würde ich mal so sagen. Ansonsten passt das. Ich finde das schön. Ich
finde es definitiv schön. Hier haben wir den Zusammenschluss dann auf 4 Gleise. Ich finde es genial. Wesentlich besser als die andere Strecke, da 10 Minuten durch den Tunnel, ne? Wer ist jetzt 10 Minuten durch den Tunnel? Hm. 807.000, ja. Ja, die Linie wird jetzt erstmal ein bisschen Minus machen, mit Sicherheit. Aber wir haben ja genug Linien, die hier Plus machen, das auf jeden Fall, ne? Und nicht gerade wenig Plus eigentlich. Genau, hier sind einige gute Linien dabei, sicher. Hier macht jetzt erstmal ganz schön viel Minus. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir die anderen Linien noch hinkriegen, die hier gerade Minus machen. Saarbrücken 14 macht Minus, da müssen wir auch gucken, dass wir das hinkriegen. Völklingen-Püttlingen, das ist der Fernbus. Ja gut, das ist so, ne, das ist so eine Sache halt. Güter, Zug, Baumaterial, Völkling, das ist, Moment, welcher ist das? Das ist, der liefert das Baumaterial von dort nach dort. Ach so, okay. Warum ist der denn im Minus? Wahrscheinlich nicht genug Baumaterial da vorhanden, ne? Kann das sein? Er sieht danach aus, ne? Das sieht echt danach aus. Momentan haben wir hier relativ viel Waren. Okay. Dann werden wir die austauschen. Wir haben nämlich auch noch neue Cargo-LKWs. LKWs bekommen hier. Die Opel. Jetzt haben wir aktuell die Benz-Planwagen. Das sind die hier. Genau. Die haben 40 km/h. Und Kapazität 7. Wir können jetzt die hier nehmen. Die fahren 60 km/h und transportieren 12 Einheiten anstatt 7. Also schneller und 5 Einheiten mehr. Das ist schon ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Die tauschen wir definitiv aus. Die tauschen wir definitiv aus, ne? Und ich würde, glaube ich, sogar noch einen dazu holen, zusätzlich. Für die Waren, ja. So. Ja, die Strecke sieht echt gut aus, finde ich. Die Strecke sieht wirklich gut aus. Das heißt, den Bahnhof können wir abreißen. Da fährt nämlich kein Zug mehr hin. Dann können wir hier eventuell die Straße mal noch verlängern. Dann können wir die Straße hier vielleicht verlängern. Was ist das hier? Ist das Geschäftsgebäude? Dann machen wir hier. Ja, ich würde hier gerne eine Kreuzung machen. Das machen wir auch. Machen wir bei den nächsten Folgen, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage einmal bis dann und tschüss.